Hallo Freunde, es ist schon wieder soweit. Heute wird wieder gegrillt und zwar mache ich Spare Ribs auf dem Gasgrill. Das Ganze mache ich nicht nach der bekannten 3-2-1 Methode, sondern mit einer etwas kürzeren Methode. Seht einfach selbst. Viel Spaß beim Video. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hier haben wir jetzt die schönen Rippchen, und zwar sind das sogenannte Baby Back Ribs bzw. auch Kotelett Rippchen genannt. Die sind ein bisschen kleiner als die normalen Spare Ribs, sind aber auch ein bisschen zarter vom Fleisch her. Bevor ich jetzt anfangen werde, die zu bearbeiten, musst du alle erstmal diese Silberhaut hier runter. Wie das Ganze funktioniert, da gibt es eigentlich schon zahlreiche Videos dazu. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, denn ich glaube, ich werde mich dabei nicht ganz so gut anstellen. Bis gleich. So, ich hatte recht. Ich habe mich dumm angestellt, aber nur beim ersten, danach ging es. Also so schwer ist es nicht. Jetzt ist die Silberhaut ab und jetzt kommt der Rub drauf. Ich habe hier einen sogenannten Magic Dust Rub. Das kommt jetzt schön großflächig drauf. Ja, da können wir Gas geben, da können wir ordentlich draufpacken. Das Ganze dann auch letzten Endes von beiden Seiten. Und dann kommt eine Frischhaltefolie drumherum. Dann packe ich das Ganze in den Kühlschrank, lasse es über Nacht ein bisschen einziehen und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann! Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Räucherschale mit Räucherholz befüllt, in dem Fall jetzt Hickory-Holz, man kann auch andere Holzsorten nehmen. Habe es direkt auf den Brenner draufgestellt, das Fleisch auf die indirekte Zone, also das heißt, ich habe nur den einen Brenner angemacht, wo die Räucherschale oben drauf lag. Das Ganze läuft jetzt so ungefähr eine Stunde, dieser Räuchervorgang, bei ca. 130 Grad. So, wie geht's weiter? Das Räuchern ist jetzt fertig. Ich habe die Spare Ribs vom Grill genommen und habe es jetzt hier auf diese Schale hier drauf gelegt. Da ist innen drin so ein Gitter, sodass ich jetzt unten Flüssigkeit einfüllen kann. Der nächste Schritt ist nämlich das Dämpfen. Und zwar kommen jetzt dann hier ein bisschen Bier rein und Wasser. Man kann auch andere Getränke nehmen. Es gibt Leute, die nehmen das Sprite oder Cola oder Apfelschorle. Ich bleibe beim Bier. Wir sind ja hier immerhin in Franken. Und dann kommt eine Alufolie oben drauf und dann wird das Ganze 2 Stunden lang so gedämpft bei gut 130 bis 150 Grad. So, was ist im letzten Schritt noch passiert? Nach dem Dämpfen wurde die Alufolie entfernt und die Rippchen wurden eingepinselt, schön mit Barbecue-Soße. Das habe ich noch gemischt mit ein bisschen Honig, ein bisschen braunen Zucker noch, der dann schön karamellisiert. Und ja, schauen wir uns einfach mal das Endergebnis an. So, man sieht schön, dass das Fleisch vom Knochen fällt. Das werde ich einfach mal probieren. Knochen löst sich schön. Sehr schöne Sauerei, aber schmeckt doch nicht. Mmh.
überragend. Hier noch ein kleines Fazit. Die Rippchen waren wirklich spitze, das Fleisch war butterzart, man hat es gesehen, das Fleisch ist von den Knochen abgefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.